Der Sturm hat mir die Möglichkeit geschenkt, euch die Blüten der Espe zu zeigen. Und die Blüten wachsen ganz oben und ihr werdet jetzt mit mir darauf klettern. Beim Klettern zeige ich euch auch noch ein bisschen die Rinde. Das ist schon der ältere Teil der Rinde. Man sieht da diese zum Teil wirklich für die Pappeln, weil die Espe ist ja die Zitterpappel, typischen Rauten, die in der Rinde zum Sehen sind. Und wir klettern jetzt nach oben und klettern und klettern. Gut festhalten. Jetzt sind wir schon ungefähr bei Meter 5. Und wir klettern und klettern. Und jetzt sind wir stark was in den bei den Ästen und sehen die ersten Blüten. Mein Wissen reicht nicht, um euch zu sagen, ob das weibliche oder männliche Blüten sind. So viel kann ich euch sagen, die Espe ist zweihäusig. Heißt, es gibt männliche Bäume, weibliche Bäume. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Beide bilden so Kätzchen aus. Den genauen Unterschiede kann ich euch nicht sagen. Da sieht man noch ganz schön auch die Knospen. Und je weiter das wir jetzt noch raufklettern, umso dichter wird der Blütenbehang. Und da hier oben an der Spitze sind ganz viele diese Blüten dann vertreten. Und ich werde jetzt noch versuchen, dass wir sich so Blüten ein bisschen genauer anschauen können. Ihr seht diese pelzige Behaarung in, wo sieht man da ein bisschen rein? Also, jetzt hat sie mit mir auf eine Espe geklettert und habt ihre Blüten kennengelernt. Und wir wissen nicht männlich oder weiblich, aber wir wissen Kätzchen.